So, ich wollte eigentlich heute Abend mal noch was Produktives machen, aber habe gar keinen Bock mehr auf After Effects. Deswegen tue ich jetzt so, als wäre ich produktiv und erkläre euch schnell etwas, was ihr für die Creative Coding Hausaufgabe, nämlich die Weihnachtskarte, sehr gut gebrauchen könnt, nämlich Objekte. Objekte kann man so sehen. Wir hatten ja bereits Funktionen, mit denen wir zum Beispiel unseren Smiley zeichnen können. Wenn wir jetzt aber gerne unseren Smiley haben wollten, der sich von links nach rechts bewegt, aber statt nur einem Smiley mehrere Smileys haben wollten, dann mussten wir ja bisher für jeden Smiley einzelne Variablen nehmen, weil ansonsten sind die Smileys ja immer an derselben Stelle. Oder die Smileys linear voneinander abhängig machen. Das heißt, wenn Smiley 1 sich zwei Felder nach rechts bewegt, bewegt sich auch Smiley 2 zwei Felder nach rechts. Mit Objekten kann man da einen ganz großen Schritt weitergehen und kann solche Sachen wie zum Beispiel das hier machen, dass sich ganz viele Objekte voneinander unabhängig bewegen und dann auch unabhängig aufeinander reagieren. Sowas hier ist ziemlich simpel, das sind irgendwie nur 100 Zeilen, nicht besonders kompliziert. Und deswegen werde ich euch jetzt heute mal erklären, wie das geht. Ein Objekt kann man sich insofern vorstellen: Du hast eine leere Kiste. So, deine leere Kiste, in der sind Optionen für irgendetwas dafür, dass was drin sein wird, vielleicht in Zukunft. Zum Beispiel ein X und ein Y. Von dieser Kiste kann man einen Klon erstellen und in diesen Klon zum Beispiel hier eine 4 reinpacken und eine 3. Und noch einen weiteren Klon davon erstellen. Mit jeder Generation Klonen werden sie immer hässlicher, deswegen keine Gentechnik. Eine 5 und eine 1. Jetzt ist wichtig, dass hier, obwohl hier eine 3 ist, da eine 5 sein kann, die Dinger trotzdem dieselbe Box sind. Dazu jetzt erstmal in Dalton, das zur Theorie, was überhaupt Objekte sind. Was uns das Ganze bringt, ist, wir können in dieser Box die Zahl verändern, zum Beispiel aus der 5 eine 6 machen, ohne dass sich diese Box verändert. Also wir könnten diese Box hier zum Beispiel mit Zweierschritten hochzählen lassen und die nur mit Einserschritten hochzählen lassen, was effektiv dazu führen würde, wenn wir immer für den einen Smiley das hier als X-Koordinate nehmen und das hier als bei dem anderen, dann wird sich der eine doppelt so schnell bewegen wie der andere. Wie das jetzt in Dalton alles funktioniert, zeige ich euch jetzt. Wenn ich mal nicht zu doof bin zu tabben. Oh Gott. Objekte bestehen eigentlich aus drei Hauptsachen. Zuerst einmal das Objekt definieren. Also erstmal die leere Schachtel bauen. Die leere Schachtel baut man als Variable. Wir nennen sie mal Schachtel. Equals Function. Klammer auf. Was auch immer wir übergeben möchten. In dem Fall möchten wir ein X-Start. Und einen Y-Start, da das ja die Position unseres Smileys am Anfang sind, übergeben. Dann Klammern, geschwungene Klammern und Semikolon. So, jetzt kommt der wichtige Part, dass in diesem Ding hier drin zwei Werte sind, die nicht von außen zugänglich sind. Das heißt, von außen existieren die praktisch nicht, sondern nur innerhalb der Schachtel. Aber man kann auf die Schachtel zugreifen und dann von der Schachtel aus auf diese Werte. Diese Werte werden deswegen nicht wie normale Variablen, wie wir es bisher kennen, also hier oben sowas wie var x und var y definiert, sondern stattdessen werden sie hier in dieser Funktion drin als this.x ist gleich eine Zahl oder in dem Fall x Start. Das heißt, wir können jetzt von außen können wir nicht Wir können nicht println x können wir nicht machen, da x nicht definiert ist, da wir nicht in der Schachtel drin sind. Wir können aber, das zeige ich dann später, solange wir in der Schachtel sind, auf dieses x noch zugreifen. Das heißt, wir erstellen jetzt erstmal this.x und this.y. Man kann sich einfach merken, innerhalb von Objekten, alles, was man im Objekt benutzen möchte, alles, was gespeichert werden soll, schreibt man mit this. This.y start. So. Sehr schön. Nicht in dem Modus. Jetzt kommt Schritt 2 und das ist das Objekt erstellen. Jetzt haben wir hier diese leere Box, aber die ist bisher ja noch leer, weil X-Start und Y-Start sind ja nicht definiert. Das heißt, wir wollen jetzt mal unsere Box mit der 4 und der 3 erstellen. Dafür machen wir Variable, um eine neue Variable zu erstellen. Dann Box 1 ist gleich Schachtel.
oder wie auch immer wir hier oben unser Objekt genannt haben, und übergeben zwei Werte, in dem Fall 4 und 3. So, damit haben wir eine neue Box erstellt. Dieses Ding hier haben wir hiermit erstellt und ihm den Namen Box 1 gegeben. Ab jetzt können wir auf Box 1 zugreifen, zum Beispiel mit können wir darauf zugreifen und können die einzelnen Werte von Box 1 auslesen. Zum Beispiel, das macht man folgendermaßen, man nimmt den Namen Box 1, Punkt, mit dem Punkt wird dieses hier oben durch dieses Box 1 ersetzt, this.x, geben das zum Beispiel aus. So, Schnitt vorbei, Fehler gefunden. Scrap that. Man macht ein neues Objekt, erstellt man mit Variable. Box 1 ist gleich, da es ein neues Objekt ist, macht Sinn. New Schachtel mit 4,3. Ups, da muss hier oben auch wieder X-Start und Y-Start hin. Box 1 ist gleich ist eine neue Schachtel. Und jetzt können wir auf die einzelnen Eigenschaften von Box 1 zugreifen mit, wie ich bereits gesagt hatte, Box1.x. Und dann gibt es uns unsere 4 zurück, so wie wir sie hier eingegeben haben. Jetzt können wir noch eine zweite Box erstellen. Box 2 ist eine New Schachtel mit 1 und 5. So. println box2.x. So, und dann gibt es uns unsere 1 zurück, so wie es auch sollte. Wozu das jetzt gut ist? Da werde ich versuche jetzt ein bisschen komplexeres Beispiel zu machen, als wer es bisher nicht verstanden hat. Tut mir leid. Ich schaue es vielleicht trotzdem mal weiter, vielleicht verstehst du den Rest. So, was wir jetzt machen wollen, wäre, dass wenn wir mit der Maus klicken, dass eine Kugel erscheint, die nach oben steigt und dann irgendwie irgendwann verschwindet. Dafür brauchen wir zuerst mal unser Objekt. Die var Kugel equals function tippen. Die braucht einen x-Start, einen y-Start. Das war es eigentlich auch schon. Weil mehr Informationen braucht die Kugel ja nicht. Sie braucht ja nur zu wissen, wo sie anfangen muss. Dann fangen wir zuerst mal mit unserer var draw an. So, unsere draw-Function. Das Ding muss sich merken. Wir müssen uns überlegen, was muss unser Objekt können. Unser Objekt muss wissen, wo es erscheint. Und muss dann immer wissen, an welcher Position es ist, damit wir wissen, wo wir unseren Kreis zeichnen können. So. Das heißt, wir brauchen this.x. Das ist gleich x-Start. Dann brauchen wir this.y. Ist gleich y-Start. Dann brauchen wir eine Richtung, in die sich das Ganze bewegt. Dass sich hier die Kugel nach oben bewegt, nehmen wir this.y-Direction. Also y-dir steht für y-Direction. Und die stellen wir jetzt einfach mal auf 1. So. Dann machen wir eine neue var draw. Das soll ja nur passieren, wenn man klickt. Das heißt, wir brauchen ein if, weil es ja konditionell ist. If mouse pressed so, falls die Maus gedrückt wird, dann erstellen wir eine neue Kugel. Jetzt haben wir das Problem, dass wir ja gerade eben immer den Namen von den einzelnen Kugeln angeben mussten. Wenn wir zu viele Kugeln machen müssten, müssen wir dann jedes Mal wieder Variable Kugel 1, Kugel 2, Kugel 3 machen. Um das zu umgehen, benutzen wir unsere Kugeln, also Mehrzahl Kugel, das ist ein Array. Da der Array einzelne Stellen hat, zum Beispiel die Stelle, halt uns die einzelnen Stellen zur Option gibt. Ach, ich muss mal kurz WhatsApp schließen, Sekunde. Hört auf, Blumen zu machen. So. Da der Array ja einzelne Stellen hat, 1, 2, 3, braucht diese Stelle keinen Namen, weil sie ja schon eine Nummer hat. Das heißt, sie ist schon genau identifizierbar.
Das heißt, wir können unsere Kugeln ohne einen Namen erstellen. Dann können wir sie nur noch über den Array finden, weil ansonsten sind die Kugeln irgendwo im Speicher des Computers ohne einen Namen. Weil dann finden wir sie nie wieder. Das heißt, wir brauchen dementsprechend Kugeln. Unser Kugel-Array ist aktuell leer, weil wir haben ja noch keine Kugel. Und jedes Mal, wenn wir klicken, wird eine neue Kugel erstellt. Also wenn wir die Maus gedrückt halten, wird bei jeder Bildschirmaktualisierung eine neue Kugel erstellt. Dafür benutzen wir die Append-Funktion. Das ist eine der Array-Funktionen, kann man im Processing, in der Processing-Reference hier, findet man sie unter Array-Funktion, findet man hier die Append-Funktion. Was sie macht ist, man gibt ein Array und ein Element und das hängt es einfach hinten an. Das heißt, wir appenden jetzt mal an unseren Array Kugeln, hängen wir eine neue Kugel dran. An der Position, der sollen ja zwei Werte übergeben werden, um eine Kugel zu erstellen. X Start und Y Start. Maus Y. So, dazu, Deckel drauf. Jetzt erstellen wir theoretisch permanent neue Funktionen. Um das nachzuschauen, können wir einfach mal println kugeln.length. So, diese Zahl sollte jetzt theoretisch permanent steigen. Tut sie nicht. Warum tut sie das nicht? Schauen wir doch mal, weil wir Maus pressed geschrieben haben. Maus ist pressed, ist das Kommando in Dalton. So, jetzt steigt die Zahl. Das heißt, wir erstellen die ganze Zeit neue Kugeln. Das ist schon mal ein guter erster Schritt. Das heißt, wir haben ganz viele Kugeln und ganz viele Werte. Diese Werte sollten theoretisch steigen, können wir aber noch nicht nachschauen, ob sie das tun. Was wir jetzt noch bräuchten, ist, dass diese Kugeln gezeichnet werden. Dafür müssen wir wieder jede einzelne Kugel aufrufen. Das heißt, wir müssen jede Stelle im Array, jede Stelle anschauen, die Kugel, also die Kiste rausnehmen aus dem Array, in die Kiste reinschauen, diese beiden Zahlen lesen und mit denen dann einen Kreis zeichnen. Dafür, damit wir jede anschauen können, machen wir eine Vorschleife, damit wir nicht jede von Hand anschauen müssen. Mit i gleich 0 erstmal, fängt bei 0 an, dann i muss ja nur bis zum Ende der Liste kommen, also es muss ja nur bis zu kugeln.length kommen, weil der Rest der Liste ist ja leer. Und i++, damit es durchklappt. Eckige Klammern. Ja, tippen. Und dann schauen wir nach Kugeln an der Stelle i. An der Stelle i. Hallo. Punkt x. Wollen wir abrufen. Und an der Stelle i.x und an der Stelle i. Und Kugeln, Stelle i. Sag mal, meine Tastatur spinnt. Und Kugeln an der Stelle i, Punkt y wollen wir haben. Und eine Ellipse an genau dieser Stelle zeichnen. Ellipse an der Stelle x, y, Komma, 10, 10. So, wenn wir jetzt restarten, dann können wir sehen, wir können schon ganz viele tolle Kugeln zeichnen. Und wenn man sieht, je länger wir gedrückt halten, umso mehr Kugeln zählen wir. Das heißt, so mehr Kugeln haben wir in unserem Ding drin. Diese Kugeln sind komplett unabhängig voneinander. Woran wir das sehen können, ist zum Beispiel jetzt, was wir halt bisher noch haben. Bisher verändert sich ja x und y nicht. Was wir machen können, ist Kugeln an der Stelle i. Also wir nehmen wieder unsere Kugel raus. Kugeln an der Stelle i, Punkt y wird erhöht plus equals ist dasselbe wie ist gleich es selbst plus was auch immer danach kommt. Plus Kugeln an der Stelle i Punkt y direction. So, jetzt, wie wir sehen, sämtliche Kugeln, die wir erstellen, fangen an, nach unten wegzufliegen. Schau, alle Kugeln fallen runter, weil jede einzelne Kugel wird mit jedem Durchlauf um 1 gesenkt. Wir können ganz viele neue Kugeln erstellen.
Was wir jetzt auch machen können, ist die y-Direction statt auf 1, können wir sie auf einen zufälligen Wert zwischen 1 und 10 stellen. Wenn wir jetzt neue Kugeln erstellen, dann fallen die komplett unterschiedlich schnell, wie man sieht. Manche fallen sau schnell, manche fallen sau langsam. Da sieht man schon den Vorteil von Objekten. Schon diese Kugel hier ist komplett unabhängig von dieser Kugel. Also wir haben ganz viele einzelne Kugeln eigenständig. Dasselbe ist praktisch auch bei meinem Feuerwerkding hier. Wir haben diese Kugel und diese Kugeln. Die sind einfach alle voneinander unabhängig. Jede einzelne Kugel berechnet sich seine eigene Position. Was wir jetzt damit zum Beispiel machen können, wir müssen, was hier gerade mir ein bisschen fehlt, ist der Background. Background ist so. So, jetzt haben wir hier ganz viele feine Kugeln. So, die fallen alle schön runter. Was wir eigentlich aber lieber hätten, wäre, dass sie nach oben fliegen, weil sie cooler aus. So, ganz viele Kugeln, die nach oben fliegen. Das ist eigentlich schon das Grundprinzip von den Dingern. Das heißt, wir könnten auch die Kugeln statt beim Mausdrücken, könnten wir sie an zufälligen Stellen mit random hier oben starten lassen. Immer bei jedem Frame eine neue Kugel, dann würden die runterregnen. Können wir einfach mal machen. Append. Und zwar Kugeln. New Kugel an der Stelle. Random zwischen 0 und der Breite. Und 0. So. Wo liegt jetzt der Fehler? Achso. Da fehlen ein paar Klammern. So, jetzt passt es besser. Jetzt nicht mehr nach oben fliegen lassen, sondern nach unten fliegen lassen. Dann sehen wir schon, wir haben hier so einen Schneetröpfchen. Es fallen ganz viele Kugeln von oben runter, verschieden schnell.